Wie kommen eigentlich impfgeschädigte Menschen an ihr Recht? An Entschädigung. Langsam aber sicher kommt immer mehr Fahrt in die Frage nach Entschädigungen. Vor 5 Tagen ist sogar im ZDF eine Doku erschienen. Gesundheitliche Schäden und Rechtsstreit, wie Betroffene nach der Corona-Impfung kämpfen. Die Tatsache, dass das ZDF darüber berichtet, zeigt, wie drängend dieses Thema tatsächlich ist. Nicht zuletzt deswegen wird auch immer öfter der Rechtsweg bestritten. Einer, der dabei mithelfen will, ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnicke. Er hat deswegen die Seite impfopferschutz.de eingerichtet. Ich freue mich, dass Sie heute bei Kontrafunk aktuell dabei sind. Grüße Sie, Herr Dr. Frohnicke. Ich grüße Sie, Herr Danowski. Ich freue mich auch ganz besonders. Worum geht es denn genau auf Ihrer Seite impfopferschutz.de? Na, es ist so, völlig ideologiefrei, einfach mal das Gesetz betrachten. Es ist so, dass die Patienten ganz besondere Rechte haben, denn jede Behandlung ist auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und eine Impfung ist natürlich auch eine Behandlung. Und um die Menschen davor zu schützen, müssen sie dann auch einwilligen können und um einwilligen zu können, muss man eine freie Willensbildung haben und die kann man nur auf Basis einer vollständigen Aufklärung des Für und Wider, der Maßnahme, der Notwendigkeit, der möglichen Folgen und Einschränkungen nur auf Basis dessen ausführen. Und wenn das nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, dann gibt es einen Schmerzensgeldanspruch. Jetzt ist es aber so, dass jeder, der geimpft wurde, etwas unterschrieben hat, wonach er aufgeklärt wurde, oder? Ja und nein. Also er wurde vielleicht aufgeklärt, aber die Frage ist, ob er wirksam aufgeklärt wurde. Wir fangen einfach mal ganz einfach juristisch an. Wir haben eine Nadel, die wird in den Körper eingeführt. Und diese Nadel ist ein gefährliches Werkzeug, weil jeder Gegenstand, der bei der konkreten Art der Anwendung den Körper zu verletzen imstande ist, ist ein gefährliches Werkzeug. So haben wir das Juristen mal gelernt. Und in Paragraph 224 des Strafgesetzbuches steht drin, was eine gefährliche Körperverletzung ist und was das für Folgen hat. Und da steht unter anderem drin, wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen, auf jeden Fall war es ja hier mit der Impfung ein körperfremder Stoff, und dann mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges begeht, wird bestraft von mindestens 6 Monaten bis zu 10 Jahren Haft. Und da prüfen wir Juristen immer den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. Das heißt, wollte der Arzt oder die Ärztin den Körper verletzen? Ja, natürlich wollte er die Nadel einbringen. Wollte er oder sie den Impfstoff einführen, der eventuell gesundheitsschädlicher Stoff ist? Ja, natürlich wollte er das auch. Also objektiv und subjektiv ist es getan, hat sich eigentlich strafbar gemacht und zwar 2-mal. Und um diese Strafbarkeit aufzuheben, müsste diese Strafbarkeit eben gerade nicht rechtswidrig sein. Und das kann es nur sein, wenn derjenige, der diese Körperverletzung erfährt, einwilligt und wirksam einwilligt. Nur dann ist der Behandler, so nennt der Gesetzgeber den Arzt oder die Ärztin, dann auch gerechtfertigt in der Handlung, wäre straffrei und müsste dann auch kein Schmerzensgeld oder anderweitigen Schadensersatz zahlen. Und das hat der Gesetzgeber im bürgerlichen Gesetzbuch eigentlich sehr exakt ausgearbeitet. Er hat nämlich in Paragraph 630 kleines d dargelegt, wie die Einwilligung überhaupt vonstatten zu gehen hat. Und da hat er ganz ausdrücklich gesagt, vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Und die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient auch ordnungsgemäß und vollständig nach den Vorgaben des Paragraphen 630 kleines e aufgeklärt worden ist. Und da steht es dann wortwörtlich drin, was diese Aufklärung alles beinhalten muss. Sie muss mündlich sein, sie kann ergänzend schriftlich sein. Und wenn man dann zum Beispiel auf Schadensersatz verzichtet hat durch eine Unterschrift, dann kann die von vornherein gar nicht wirksam sein, weil ich weiß ja gar nicht als Patient, was mir alles widerfahren kann und auf was ich verzichte. Das ist also schon per se unwirksam. Okay, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind in ganz, ganz vielen Fällen eben diese Impfaufklärungen unwirksam. Warum genau? Warum sagen Sie, dass die Impfaufklärung unzureichend vonstatten gegangen ist? Müsste sich da jeder Arzt theoretisch diese 8 Seiten oder diese halbe Stunde mündlich für den zu Impfenden Zeit nehmen? Oder wie sieht das aus? So will es der Gesetzgeber, keine Frage. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen
Impfling, wie es ja so seltsamerweise heißt, durchaus in einer Viertelstunde ausreichend beraten kann und dann sich das auch unterschreiben lassen kann, was er ausreichend beraten worden ist. Eine halbe Stunde wohl nicht, aber unter einer Viertelstunde wird es dann noch wirklich knapp. Denn laut dem vorzitierten Paragraphen ist der Behandelte verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Und da sagt der Gesetzgeber auch ganz eindeutig, dazu gehören wenigstens Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme, ihre Notwendigkeit überhaupt, das müsste auch diskutiert werden. Ist jetzt diese Covid-Impfung überhaupt notwendig bei Ihnen? Die Dringlichkeit dessen, die Eignung und die Erfolgsaussichten im Hinblick auf das zu erwartende Unheil und die Therapie. Und es ist auch auf Alternativmaßnahmen hinzuweisen, wenn diese gleichermaßen erfolgreich sein können. Und dann sagt der Gesetzgeber auch ziemlich klar, die Aufklärung muss mündlich durch den Behandelnden oder eine ebenso ausgebildete Person, also ein Arzt, andere Ärztin, erfolgen. Und ergänzend, und das Wort ist wie bei uns Juristen immer ganz wichtig, dass ein Wort eben ganz wichtig sein kann, da steht ergänzend, kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält. So. Und dann muss es so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohl überlegt treffen kann. Da gab es jetzt am 20. Dezember 2022, also ganz frisch, vom Bundesgerichtshof eine Entscheidung. Da musste er sich damit auseinandersetzen, ob der Patient seinerzeit ausreichend Zeit hatte, sich zu überlegen, willige ich jetzt ein oder nicht. Und das hat er 2 Tage vor einer OP getan. Und es war die Aufklärung. Und er hätte sogar noch 2 Tage Zeit gehabt, das wieder zu widerrufen, hat er aber nicht getan. Und hat man gesagt, also 48 Stunden, das müsste eigentlich ausreichen. Die hatten wir hier aber nie und niemals. Also zahlreiche der Mandanten haben schon gesagt, ich kam mir vor wie in einem Schlachthof. Ich wurde nur durchgeführt. Sie müssen sich vorstellen, 3/4 der Mandanten geben an, von der Arzthelferin geimpft worden zu sein. Das ist ja schon sehr überraschend, wenn nicht sogar erschütternd. Das müssen Ärzte tun, ja. Und das war also ein Massenbetrieb, da wurde gar nicht aufgeklärt. Wir haben von einer Arztpraxis im Landgerichtsbezirk Ravensburg, sogar in der örtlichen Zeitung haben die geprahlt, wir haben 350 Impflinge am Tag und abends nochmal 50 dazu. Ja, 400 am Tag, da kann man nicht ausreichend aufklären, das ist ausgeschlossen. Sie haben auf Ihrer Homepage 3 unterschiedliche Kategorien angeführt und unterschiedliche Voraussetzungen, unter denen man Schadensersatz bekommen kann. Würden Sie die ganz kurz erläutern, bitte? Ich spreche an Menschen, die, und das ist die Masse, die aufgrund von Aufklärungspflichtverletzungen ihre vermeintliche Einwilligung durch Hinhalten des Oberarms gegeben haben. Die sind, wenn sie nicht wirksam aufgeklärt worden sind, ob sie auch unterschrieben haben, dass sie sich aufgeklärt fühlen oder auf sonst was verzichten, sind sie nicht wirksam aufgeklärt worden. Das gilt alles nicht. Dann haben wir die 2. Kategorie, die tatsächlich auch Impffolgen haben. Solche Mandanten haben wir auch vermehrt, die also nicht mehr richtig Treppen steigen können, die Schweißausbrüche haben, die viel empfindlicher sind, was Infektionen angeht und eben auch Herzmuskelprobleme haben und dergleichen. Und die 3. Kategorie sind die der infolge der Impfung Verstorbenen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich von der Kausalität her, aber einen solchen Fall verhandeln wir jetzt diese Woche am 16. im Landgericht Ravensburg, wo der Sohn das Schmerzensgeld des verstorbenen Vaters einklagt, der also wenige Tage nach der Boosterung dann verstorben ist und vorher schon erhebliche gesundheitliche Einschränkungen hatte. Man hätte ihn eigentlich da gar nicht impfen dürfen. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen denn ein? Also haben Sie schon Prozesse durchgefochten, wo erfolgreich Schmerzensgeld erstritten wurde? Jetzt hinsichtlich der Problematik Covid-Impfung nicht. Die sind also gerade im Werden. Jetzt am Donnerstag haben wir den ersten Termin, den ich gerade ansprach, vom Landgericht Ravensburg. Weitere Folgen. Man kann sich aber orientieren an dem, was die Rechtsprechung bisher sozusagen schon hervorgebracht hat. Da gibt es ja wegen der Aufklärungspflichtverletzung schon ganz erhebliche Schmerzensgeldansprüche, die dann je nachdem, was da hätte raus folgen können, auch in der Höhe ansteigen. Im Endeffekt sind das aber nur Orientierungswerte, weil
der sogenannte Tatrichter oder die sogenannte Tatrichterin die Möglichkeit hat, das selbst zu werten und einzuschätzen. Insofern kann der eine Richter sagen, also mehr als 500 Euro gebe ich dafür nicht. Und der andere sagt, ja, bei mir sind es aber 35, weil die Spike-Proteine sind wahrscheinlich lebensbedrohlich. Das ist eine Frage des Austausches der Argumente und wie das Gericht dann folgen will. Und mit wie viel rechnen Sie, also was können Sie Ihren Mandanten in Aussicht stellen? Von was für einer Größenordnung sprechen wir da? Naja, wir haben so eine Spanne vorgegeben anhand von zitierten Urteilen von 5.000 Euro pro Impfung bis zu 35.000 inklusive Inflationsausgleich, weil das Urteil, was mal 30.000 zugesprochen hat, auch schon länger her ist und wir auch eine Geldentwertung da haben. Das kennen wir aus dem ganz normalen Verkehrsunfallrecht und Körperverletzungsdelikten, dass dann eben auch eine Inflationsausgleich zu berücksichtigen ist. Ich finde das sehr spannend, weil wenn die Leute ihnen dann die Bude einrennen sollten und wenn es immer mehr Leute geben, die wegen dieser Belehrungen und wegen der Impfschäden natürlich klagen und sollten die Beträge tatsächlich in dieser Höhe dann auch an die Leute ausgezahlt werden, wer bleibt denn dann auf diesen Kosten sitzen? Wer trägt das denn? Sind das rein rechtlich die Ärzte oder die Schwestern in dem Fall, die geimpft haben oder an wem bleibt das hängen? Es sind die Ärzte. Wenn die Schwestern dort geimpft haben, dann haben sie es immer nur im Auftrag des Arztes gemacht. Und dann hat er zwar selbst keine gefährliche Körperverletzung begangen, aber er hat er dazu angestiftet. Und der Beihilfer oder der Anstifter, der ist genauso strafbar, wie der die Haupttat ausführt. Und da ist gar kein Problem zu sehen. Der Arzt selber wird, das kann für Ärzte natürlich grundsätzlich ruinös werden, aber die sind alle berufshaftpflichtversichert. Und jetzt in den Verfahren, die laufen, haben sich dann auch sofort die berufshaftpflichtversicherte Ärzte gemeldet und haben dort ihre Anwälte ins Rennen geschickt. Aber wir sprechen ja dann, wenn sich das häufen sollte, ja von Beträgen, die in die Millionenhöhe gehen. Das wird wahrscheinlich der Versicherung auch wehtun, oder? An welcher Versicherung bleibt das dann meistens hängen? Oh, ich kenne jetzt die einzelnen Versicherer so nicht, aber die großen bekannten Marktplayer, die sind da im Spiel. Das ist ja fast schon systemrelevant, ne? Nicht, dass der Staat dann da auch noch ran muss und dann ja die Versicherungen von den Ärzten deswegen retten muss, weil sich das vielleicht so exponentiert oder so groß ausbreitet, sage ich jetzt mal. Ja, aber für Großschadensfälle sind die auch mit Rückversichern versehen, die Versicherungen. Ja. Und da gibt es dann eine große Aachen Münchner dahinter oder wie auch immer, eine München Rück. Das ist ja nicht das Problem. Das kann ja auch nicht unser Problem sein, wenn es ums Recht geht. Was glauben Sie, wie weit geht das denn folgenmäßig? Also was für Folgen kann das für die Gesellschaft, aber auch für den Staat haben? Ja, ich glaube, der Staat als gedanklicher Konstrukt dahinter, da sehe ich eigentlich keine großen Folgen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund des Drucks, der dadurch entsteht, vielleicht auch mal die Politik hinterfragt wird und man auch dann hinterfragen wird, ob man die Politiker nicht dazu zur Verantwortung ziehen müsste. Aber das ist dann sozusagen weitergedacht jetzt und auch noch nicht zu Ende gedacht. Auf Ihrer Seite steht, aktuell können keine weiteren Mandate angenommen werden. Wie ist denn die Nachfrage? Liegt das daran, dass die in die Bude einrennen? Ja, sozusagen die digitale Bude. Ja, also wir mussten die Seite sozusagen runterbremsen, weil wir zurzeit nicht gegen ankommen. Und es ist ja auch der Anspruch natürlich eines jeden Anwaltes, das einzelne Mandat im Einzelnen zu betrachten und sorgfältig zu behandeln. Und da mussten wir jetzt einfach mal auf die Bremse treten und hoffen, dass es bald aber wieder weitergehen kann. Von was für Zahlen sprechen wir da? Also wie viele Interessenten oder wie viele Klicks oder Aufrufe oder wie viele Anfragen hatten Sie? Also Anfragen auf der Seite kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es bei einer Social-Media-Plattform innerhalb von 10 Tagen über 400.000 Klicks waren. Und wir bekommen auch sozusagen an dieser Seite vorbei, weil die Leute sich natürlich auch informieren danach, ganz viele E-Mails, die auch alle abgearbeitet werden müssen. Und dafür ist Manpower notwendig, so viel haben wir da nicht. Und deshalb muss man einfach mal kurz die Notbremse ziehen. Also in Sachen Entschädigungen nach der Impfung kommt so langsam aber sicher Bewegung. Einer, der ebenfalls dafür sorgt, ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke. Er hat die Seite impfopferschutz.de eingerichtet. Mit ihm sprach ich hier auf Kontrafunk aktuell. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte gerne.